Dann kommen wir zu Traktandum 5. Eine Interpellation, die schon 6-mal traktandiert wurde. Interpellation Martin Eisenring, CVP, betreffend Haltung des Stadtrats im Areal Wacherstraße und des Kantonsspitals. Es geht um die mündliche Beantwortung. Wer stellt sich zur Verfügung? Herr Stadtpräsident Walter Müller. Ja, lieber Martin Eisenring, da würde ich jetzt am liebsten sagen, verzichten wir doch drauf. Das ist ja schon fast peinlich. Es liegt nicht an uns und auch nicht an euch, aber das ist jetzt Schnee von vorvorgestern. Ich versuche das so schnell wie möglich zu beantworten in dem Fall. Frage 1, ihr habt das vor euch, die Antwort des Stadtrates. Erste Gespräche zwischen Vertretern des Stadtrates und dem kantonalen Baudirektor wurden schon unmittelbar nach der Volksabstimmung von Ende September aufgenommen. Mittlerweile steht die Projektorganisation da drin, sind Heinz Tendler, Patrick Gotti, Andrea Siedler-Weiss, ich und eine Vertretung des Referendumskomitees sowie verschiedene Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen des Grossen Gemeinderats, aber auch fachliche Vertretungen, Stadtplaner, Stadtarchitekt, Kantonsplaner, Kantonsbaumeister und so weiter. Das Ganze wird aber auch von zwei externen Projektbegleitern begleitet. Frage 2. Antwort: Vorgesehen ist eine Mischnutzung. Ich glaube, das kann man heute noch sagen. Hier steht noch, wir werden die Sache in 2 Workshops erledigen. Mittlerweile werden es 3 werden. Das ist die einzige Neuigkeit, die ich hier habe. Es wird darum gehen, das beste Konzept auszuwählen für dieses Gebiet. Aber das wisst ihr wahrscheinlich alles schon. Dann Frage 3. Das Areal liegt im Ausschlussgebiet gemäß Gegenvorschlag zur Volksinitiative. Auch hier gibt es Neuigkeiten. Hier dürfen die zu planenden Gebäude die Höhe von 25 Metern nicht überschreiten, so ist es vorgegeben. Aber das gilt ja dann sicher definitiv ab Rechtskraft der neuen Bauordnung. Und vorher müsste man wahrscheinlich dann eine Planungszone drüber legen, wenn jetzt jemand noch was anderes machen würde, aber da besteht keine Gefahr. Dann Fragen 4 und 5. Es ist die Aufgabe der Projektgruppe bzw. der politischen Behörden, mit Hilfen von Machbarkeitsstudien und Studienverfahren die optimale Ausnutzung zu bestimmen und eine Lösung vorzuschlagen, die einen möglichst hohen öffentlichen Nutzen, das ist zentral, stiftet. Frage 6. Regierungsrat und Stadtrat sind sich einig, die Neuplanung auf dem alten Kantonsspitalareal ohne Verzug in Angriff zu nehmen, ist alles passiert. Der entsprechende Zeitplan für die erste Phase geht bis September 2009. Frage 7. Letzte Frage, der Stadtrat hat das Areal im Hinblick auf die zweite Lesung der Ortsplanungsrevision nach Rücksprache mit der kantonalen Baudirektion, und mittlerweile hat es der GGR ja auch schon getan, in die Zone WA3 eingezont. Das ist die Situation. Vielen Dank. Vielen Dank für die Antworten, geschätzter Dolfi. Es hat immerhin noch 2 Neuigkeiten drin gehabt, vor allem eine. Das ist an sich gut. Nein, danke vielmals. Wie gesagt, vieles wissen wir selber auch. Ich bin ja selber auch teilnehmend bei dieser Projektgruppe und weiß deshalb, was da einigermaßen geschieht. Ich denke, wo wir jetzt, es gibt einfach 2 Sachen, die mir wichtig sind, die möchte ich hier loswerden. Einerseits denke ich, dass dieses ausgezeichnete Grundstück im Hinblick darauf überbaut werden soll, dass es eine gewisse Auswirkung, positive Auswirkung auch auf die Altstadt hat. Und da bitte ich den Stadtrat, hier Einfluss zu nehmen. Und zweitens eine Thematik, die mich beschäftigt. Wir haben bereits da die Motion Kunsthaus Schützenmatt bekommen.
es hat sich mal auch an dieser letzten Besprechung oder vorletzten Besprechung mal die Frage gestellt, wäre eventuell auch das Belvedere ein möglicher Standort. Und was meine Bitte wäre, dass man das einfach so weit koordiniert, nicht, dass dann irgendwo der Zug völlig abgefahren ist. Also wenn es halt dann bei der Schützenmatt nicht funktionieren sollte, dass man dann eventuell noch eine Option hätte, da auf dem ehemaligen Kantonsspitalareal oder wie auch immer. Aber es wäre einfach schade, wenn man am Schluss mit einer Nulllösung dastehen würde. Danke jedenfalls für die Beantwortung. Wenn die Diskussion ist, das scheint nicht der Fall.